Hallo Leute, es sind eigentlich nur ein paar Wochen seit dem letzten Recording vergangen, aber in diesen paar Wochen hat sich einiges getan. Zunächst mal sehen wir hier, Teil der Achsenmächte ist jetzt Dänemark. Nicht freiwillig, das Deutsche Reich hat, nachdem sie die Weserübung abgeschlossen hat, also den Fokus für die Weserübung, dann auch die Weserübung durchgeführt, hat sowohl Dänemark als auch Norwegen den Krieg erklärt, hat Dänemark gleich mal komplett überrannt. Norwegen hält sich dabei noch, wir werden sehen, wie lange. Im Osten hier, ja, es schaut mehr denn je danach aus, dass Japan jetzt endlich diesen Krieg gewinnen wird. Man muss bedenken, China hat hier im Osten einen Großteil seiner Industrie eigentlich verloren. Und ich glaube, das ist jetzt langsam das große Problem von China, dass es einfach ordentliche Versorgungsprobleme hat. Deswegen wir werden schauen, wie lange sich die hier noch halten können. Japan hat außerdem als neuen Fokus Precious Siam ausgewählt, was durchaus dazu führen kann, dass Siam, ich weiß nicht, ob sie der Achse beitreten oder ob sie gleich annektiert werden. Ich glaube ehrlich gesagt fast, sie werden entweder ein Puppet oder werden gleich annektiert. Das wird Japan also noch mehr Auflaufgebiet hier in Richtung British Raj geben. Was aber ein besonders wichtiger Grund für uns ist, die Japaner sind auch bei uns gelandet. Hier auf den Solomon Islands, und auch das sind zwar nicht unsere Gebiete, sondern Dutch East Indies Gebiete, aber sie sind ziemlich kurz davor, uns einen Besuch abzustatten. Und wir brauchen einen neuen National Focus. Wir haben Squash the Squanderbugs. Ich würde gern auf Fight, Work and Perish hinunterarbeiten, einfach weil es so mächtig ist. Und andererseits, weil ich auch erst vor kurzem gesehen habe, wir brauchen Fight, Work or Perish, um zur nächsten Stufe von Conscription hinaufzugehen. Aber ich fürchte, uns läuft Zeit davon. Ich meine, es wird jetzt schon sehr, sehr knapp, diesen ganzen Never Another Gallipoli Zweig hinabzugehen bis Woo USA und dann Southwest Pacific Initiative. Es gibt nämlich ein neues Problem, das ich gar nicht bedacht habe. Die USA kann sehr wohl den Allies beitreten, aber dem Krieg nicht beitreten. Das wäre das Worst-Case-Szenario, weil dann können wir sie nicht mehr in eine andere Fraktion einladen, wenn sie schon in einer Fraktion sind. Was das hier alles komplett nutzlos machen würde. Lustigerweise wurde uns die Entscheidung zwischen diesen beiden Zweigen eigentlich abgenommen, weil Policy of Appeasement geht nur, wenn das Vereinigte Königreich im Friedenszustand ist. Das heißt, ich glaube, was wir jetzt mal machen, ist, wir nehmen auf jeden Fall Never Another Gallipoli, auch wenn uns das an sich nichts bringt. Aber dann wollen wir vor allem Protect the Homeland. Ihr seht hier bei Effect steht Fortify the Homeland with Coastal Force and Land Force guarding likely landing sites and ports. Das bedeutet, wir bekommen einerseits ein bestimmtes Level an Coastal Force und Land Force, ich glaube an unserer gesamten Nord- und Ostküste, aber wir bekommen gleich doppelt so viel in allen Gebieten, die ein Dockyard haben. Das heißt, das ist ein ganz ordentlicher Bonus, den wir hier kriegen, verteidigungsmäßig. Und ich glaube, das geht sich ganz gut aus, wenn wir sagen, 70 Tage für das, 70 Tage für das. Das sollte sich noch ausgehen, bevor die Japaner versuchen, uns zu stürmen, wenn sie überhaupt versuchen, uns zu stürmen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht damit anfangen, ist es zu spät. Mein Herz blutet, dass wir Fight, Work or Perish nicht machen können, weil es einfach so stark ist. Ich meine, wir werden die Great Depression los und kriegen dafür im Gegenteil einen positiven Spirit, nämlich All In, aber es muss leider noch ein bisschen warten. Also auf jeden Fall zu Protect the Homeland müssen wir mal, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Dann ist es eh schon 41, dann werden wir schauen, wie sich es entwickelt hat. Wenn dann noch eine reelle Chance besteht, dass wir die USA auf unsere Seite holen, machen wir hier gleich weiter bis Southwest Pacific Initiative. Ansonsten holen wir uns vielleicht nur die Dutch East Indies und gründen dann mit denen unsere eigene Fraktion. Was natürlich nicht im Großen und Ganzen das ist, was wir wollten, aber hey, was soll's. Rückblickend gesehen, jetzt wo mir erst das klar wurde, dieses Problem mit die USA könnten den Allies beitreten, aber nicht im Krieg. Jetzt wo mir das aufgefallen ist, würde ich ja fast gern zurückgehen und schon ein oder zwei Foki früher mit Never Another Gallipoli angefangen haben. Aber ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht damit rumscheißen. Ich meine, so unheimlich wichtig ist es mir auch nicht. Und ganz im Ernst, es war halt auch ein taktischer Fehler von mir, dass ich das nicht bedacht habe. Insofern ist es nur würdig und recht, wenn wir da jetzt nicht irgendwie rumcheaten.
Unsere Flotte ist übrigens großteils aufgerieben worden in noch ein, zwei weiteren Naval Battles mit den Japanern. Wir haben zwar ein paar Konvois mit ihnen totgenommen, ein paar Konvois, die hier landen wollten ursprünglich auf der Bismarckinsel. Aber alles in allem haben wir jetzt gerade nichts außer ein paar U-Booten. Wir haben den Light Cruiser fertig gebaut und ich bin wieder zurück in Richtung U-Boot gegangen. Wir bauen 1,6 pro Monat, also drei U-Boote in 2 Monaten, sagen wir so. Oh, Trotzki überlebt den Anschlag auf sein Leben. Das ist interessant. Okay, und hier. Ja, gut. Ich nehme mal an, die werden jetzt sich mal hier kurz die ganzen Solomon Islands holen. Das ist okay. Bin froh, dass wir hier nicht angefangen haben, Anti-Air oder sowas zu bauen. Wir haben leider eine Raider Station, die sie jetzt erobert haben. Aber solange sie nicht hier landen auf Papua, haben wir zumindest keine Anti-Air Stations abgegeben. Das wäre nämlich blöd, wenn die dann gleich auch noch gegen uns gerichtet werden. Genau, 2 Divisionen von Neuseeländern. Ja, die Frage ist nur, wollen wir vielleicht. Ich meine, ich habe Angst, dass das Homeland quasi hier einfach zurückzulassen. Aber ich glaube, sobald wir hier diese Leute ausgebildet haben, schicken wir die nach Papua zum Verteidigen. Das Problem ist mit dem Fokus von Protect the Homeland. Ich glaube nicht, dass sich das auf Papua und andere Inseln bezieht. Ich glaube, das bezieht sich wirklich nur auf die Hauptregion Australien. Aber wir werden sehen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe noch 2 Dockyards und 2 Level an Infrastructure hinzugefügt. Eigentlich 3. Eine in South Australia, 2 in Central. Einfach nur für den Fall, dass wir jetzt dann bald wirklich regelmäßig Truppen durch unser Land verschieben müssen. Ich glaube ehrlich gesagt, mit 5 U-Booten. Werden wir uns hier mal kurz umschauen. 2 Enemy Ships angeblich. Na gut, schauen wir mal, wie sehr das stimmt. Wenn ich die Einheiten hier nämlich fangen kann auf dieser Inselgruppe, ist das auch nicht das Schlechteste auf der Welt, muss ich sagen. Improved Computing Machine. Okay, uns fehlt noch immer Motorized. Ja, wir bauen leider nach wie vor wirklich nichts an Motorized Infantry. Okay, gibt es was Besseres als zusätzliche Level in Encryption und Decryption? Ja, ich glaube, wir schieben mal kurz das ein, Improved Infantry Equipment. Okay. Das ist der eine Light Cruiser, den wir haben. Der versucht sich hier zurückzuziehen, bevor er drauf geht. Was machen unsere Submarines? Nichts irgendwie. Oh, jetzt da war. Election. Wartime Exception. Ja, genau. Sollen wir weiterhin demokratisch wählen, obwohl wir im Kriegszustand sind? Wenn wir das nicht machen, werden Kommunisten und Faschisten ein bisschen beliebter und wir bekommen ein bisschen Political Power. Aber ehrlich gesagt haben wir jetzt schon so viel Political Power, ich weiß eh nicht wohin damit. Also, Elections will be held as usual. Okay. Uff. Wirklich, unsere super Space-U-Boote gehen hier drauf. Das mag ich gar nicht. Wir haben insgesamt 3 Destroyer mit in den Tod genommen, also das ist durchaus okay. Wir haben insgesamt schiffmäßig gut getradet für jedes Schiff, das wir versenkt haben. Ist auch eins von ihnen drauf gegangen. Das Problem ist halt, wir müssten besser traden, weil wir von vornherein die kleinere Flotte haben. Ja, die japanische Flotte ist noch immer riesig natürlich. Insofern, das ist gut, aber es ist nicht gut genug eigentlich. Aber ich meine, dass wir uns frontal mit Japan nicht messen können, das war ohnehin klar. Wow, irgendjemand hat hier gerade ordentlich laut seine Tür zugeschlagen im Flur. Aber gut. Lustig, dass scheinbar die People's Republic und auch das normale China irgendwie jetzt an der Zerstörung von Manchukuo arbeiten. Nicht ganz sicher, was sie sich davon erhoffen, aber hey. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ihr habt alle keine Motorized bekommen. Was wurscht ist, weil es sind ja quasi nur die die Support-Einheiten, die das brauchen.
Ganz im Ernst, ich glaube, wir schalten hier mal kurz eine Spur zurück und gehen mehr auf Motorized. Und wollen wir Motorized vielleicht auch an zweiter Stelle schieben, damit es mehr, also zumindest den ganzen Stahl bekommt, den es braucht. Den Rest kann ich mir nicht anbieten. Okay, Landdoktrinen sind fertig. Hier erforschen wir übrigens eine neue Klasse an Destroyer. Ich glaube, Destroyer sind noch klein genug, dass wir sie in gescheiter Menge bauen können. Marines wären nicht schlecht. Leider, solange wir keinen Bonus drauf haben, finde ich es irgendwie weniger cool, muss ich ehrlich sagen. Engineer Company, gut, ich glaube Panzer und Artillerie können wir das erste Mal abschieben. Abschieben, abschminken. Ich glaube, wir wollen eigentlich mehr Submarines. Großteils alles, was wir Navy-mäßig machen werden, hat wohl nur mit U-Booten zu tun. Ich glaube, damit müssen wir uns langsam abfinden. Eine Sache. Ah, ich kann euch nicht in Papua stationieren von vornherein. Ich frage mich, wieso. Wenn wir einfach nur sagen, Convoy Escort hier. Ist das trotzdem nicht genug? Was? Select all. Okay, hold. Merge. Merge? Ach, einer von euch wird gleich engaged. Okay. Oh, shit. Ich schalte dich mal kurz auf aggressiv, dass du da vielleicht noch eingreifst, aber puh, ja, na, vergessen wir das. Da werden wir gerade ziemlich aufgemacht. Ich glaube, vielleicht hat sich Japan dazu entschlossen, uns wirklich zu raiden. Jep, es schaut ein bisschen danach aus. Naval Battle? Oh, okay, einer von unseren Handelskonvois scheinbar. Okay, hier haben wir gleich noch ein Schiff verloren. Uff, das ja ist ein bisschen uncool. Ich fürchte, hier Truppen nach Papua zu bringen, können wir uns ein bisschen abschminken. Aber schauen wir mal. Unassigned Divisions. Yay, never another Gallipoli. Was fehlt euch? Ach, das Motorized. Okay, na gut. Wie viel Motorized produzieren wir im Moment? Zwei pro Tag, okay. Gut. Dann umso mehr wollen wir Protect the Homeland. Wir wollen auch, glaube ich, hier mal einen 100er Stack an Swordfish. Italy lays claim on Greek territory. Australia seeks distance from Commonwealth. Cool. Cool, dass es dafür ein eigenes kleines Pop-up gibt. Yay, Griechenland, das schauen wir uns gleich an. Zuerst hätte ich nur gern hier meine eigenen Flieger stationiert. Ich glaube außerdem, es wird Zeit, unsere Flieger von hier zurückzuholen. Habt ihr eigentlich irgendwas gemacht? Nein. Okay. Gut. Na, passt. Sehr schön. Dann lösen wir euch mal wieder auf. Remove the Air Wing. Ja, alles wieder zurück in die Reserve. Danke sehr. So, Naval Invasions. Northern Territory, okay. Und New Guinea. Gut, ich glaube, New Guinea lassen wir jetzt einfach mal sein. Da haben wir nicht wirklich eine Wahl sonst. Gut, und bei eurem Garrison, wenn wir jetzt schon wissen, sie kommen im Northern Territory, werden wir das mal wieder los? Werden das mal wieder los?
und konzentrieren uns nur hier auf den Norden. Bismarck Sea, Dangerous Naval Invasion, ja, da können wir nicht wirklich was machen. Wir wollen vermutlich eigentlich auch gleich noch einen Trupp hier. Dass wir einmal hier den Osten abdecken können mit denen hier. Coral Sea. Coral Sea. Wow, keine Coverage, wirklich? Ich meine, ich weiß, dass das groß ist, aber trotzdem. Okay, na gut. Dann, auch wenn ich das eigentlich vermeiden wollte, müssen wir euch wohl hier nach Queensland verschieben. Hoffen wir mal, dass diese Invasion wirklich im Northern Territory stattfindet. Das ist ja schon Teil von Queensland. Weil ich weiß nicht, ob diese Infos, die wir kriegen, 100% akkurat sind oder ob die auch nur quasi an unserer Spionslage gemessen werden. Hey, da sind sie. We are currently winning. Ja, so soll es auch bleiben. Und wenn ihr mal hier ankommen könntet, das wäre ganz super. Passt. Arafura, Port Strike, Naval Strike. Let's go. So, und ihr seid auch fertig. Und jetzt aber Coral Sea. Und die beiden Dinger. Machen wir hier mal alles zu. Okay. Ah, und jetzt kommen sie in Queensland. Okay. Okay, erstens mal fügen wir euch hier hinzu und dann Garrison Area auch gleich noch nach Queensland. Teilt sich da mal ein bisschen auf. Wie seid ihr so schnell dahergekommen? Holy shit. Gut, das können wir hier scheinbar vergessen. Das ist sehr kacke, wenn sie hier gleich einen Hafen einnehmen. Ich meine, die Coral Sea sollte das abdecken. Aber wir müssen natürlich erstmal die Schiffe entdecken, bevor wir sie bombardieren können. Deswegen, ja. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Okay, Papua wird hier mal eingenommen. Wir müssen sie nur wieder rausschmeißen, bevor Protect the Homeland fertig wird. Weil sonst, glaube ich, fallen wir hier um unsere Coastal Force um. Und das wäre ganz, ganz kacke. Gut, die KI zeigt, was sie taktisch kann. Das ist nicht viel. Ich weiß, ihr versucht gerade ganz Queensland zu beschützen. Und das ist auch in etwa die Aufgabe, die ich euch gegeben habe. Aber es wäre mir trotzdem ein bisschen lieber. Oh, Unassigned Divisions. Wir haben ja noch jemanden, der nicht Teil von dieser Gruppe ist. Es wäre mir ein bisschen lieber, wenn du dich mal hierhin begeben könntest. Uff, okay. Vergiss das. Ignoriere jeglichen Befehl, den ich dir gegeben habe, weil da kommen Verstärkungen. Das werden wir so auf die Schnelle nicht mehr so ganz hinkriegen. Okay. Badam, 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 badam. Wir haben 24 Flieger an Close Air Support. Okay, wir haben hier nichts bombardiert scheinbar. Not enough Service Manpower. Was? Wir haben jetzt schon keine Manpower mehr? Ach so, ja, weil du ein Trottel bist und eine neue Gruppe von all dem ausbildest. Das braucht aber niemand. Jetzt aber. Holen wir uns mal das bisschen Close Air Support, das wir noch haben. Okay, Dutch East Indies haben einen Konvoi verloren. Was ist jetzt hier eigentlich mit Siam? Oh, okay. Siam ist in den Krieg eingestiegen. Sind eine Puppet. Ja, genau. Sind ein Puppet geworden von Japan, also nicht annektiert, aber immerhin eine Puppet.
Neuseeland hat offenbar nicht vor, uns hier irgendwie zu unterstützen. Ein bisschen zart, aber okay. Ja, leider, dass wir so gelandet sind, das sind halt auch alles Mountains und wir haben keinerlei Mountaineers oder ähnliches. Gut, Close Air Support, standing by. Ja, wir wollen eigentlich nur Close Air Support. Nein, wir wollen eigentlich, wir können eigentlich auf alles gehen, oder? Ich glaube, das ist relativ wurscht. Schauen wir mal, wie sich das hier auswirkt. Enemy Air Superiority. Ja, sehr gut. Air Support. Das sollte super laufen. Soft Attack. Okay. Hard Attack. Breakthrough. Was zum Teufel haben wir so viel Breakthrough? Base Value 371? Das muss irgendwas, ja, das hat vielleicht mit, damit zu tun, dass wir in den Bergen verteidigen oder so, aber das ist sicher nicht unsere Base Value für Breakthrough. Weil Breakthrough ist eigentlich das, was euch Panzer und ähnliches Zeug geben. Die geben euch Heart Attack und die geben euch viel Breakthrough. Aber die normale Infanterie. Apropos normale Infanterie. Holen wir uns mal Mountaineers. Missing Equipment. Ach ja, weil wir jetzt anfangen, natürlich Flieger zu verbrauchen. Ja, okay, soll sein. Ich nehme an, wir können euch eine Fabrik geben. Und. Ja, nein, ihr kriegt ja eigentlich eh alles, was wir noch haben, oder? Wenn ich euch hierhin verschiebe, kriegt ihr die eine Einheit Öl, die ihr braucht. Nein, okay, na, dann schieben wir euch. Ganz nach unten. Wir bauen 6 Flieger pro Jahr. Ja, weiß nicht, ob das das wert ist. Oh, shit. Wenn wir ihnen das abnehmen können, das wäre super. Nice, okay. Das bedeutet, sie sind abgeschnitten von jeglicher Versorgung. Und das wiederum sollte eigentlich bedeuten. Wow. 12 ziemlich fette Schiffe hier in der Gegend. Das sollte eigentlich bedeuten, dass wir hier Stack wipen können. Außer sie schaffen sich hier durchzukämpfen bis zu einer nächsten Versorgungslinie, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, also jetzt haben sie den extremen Bonus für. Was? Wir greifen gerade an? Wer macht denn den Blödsinn? Ja, aber jetzt haben wir gesehen, weil wir in die Berge angegriffen haben, hatten sie hier Riesenprobleme. Units Organization is too low to advance. Ja, das ist super. Wir werden sie von hier wahrscheinlich nicht vertreiben können aus den Bergen. Aber solange sie mal hier stehen, sie können eigentlich nicht wirklich irgendwo hin. Das ist super. Wir haben jede Menge Political Power. Gibt es noch irgendwo irgendwas, was ich will? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Support Equipment Designer, das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert. Okay, voll, das vielleicht. Einfach mal mehr Organization. Das ist doch immer gern gesehen. Okay, also hier für Papua scheinen sie sich einfach großteils nicht zu interessieren. Das ist auch okay, damit habe ich kein Problem. Du bist wann fertig? 24. Dezember. Gut, das passt eigentlich ganz gut. Okay, 3 Close Air Support haben wir schon verloren. Wahrscheinlich großteils ist einfach wirklich durch Unfälle. Wir haben nicht genug Öl. Ja, das liegt vermutlich jetzt langsam daran, dass unsere Konvois immer öfter aufgehalten werden. Wir haben eine Flotte von 5 Submarines. Damit werde ich mich ehrlich gesagt gar nicht erst wieder raustrauen.
Okay, sie marschieren von einem Mountain in den nächsten, teilen sich damit ein bisschen auf. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir irgendwas draus machen können. Wenn ich einen Brain Carrier erforsche, dann sollte ich den natürlich auch bauen. Aber da ich jetzt mal über Probleme habe, genug normale Fortlastwegen zu bauen, um auf den Verbrauch zu kommen, den ich will, Grand Assault ist eigentlich super. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen warten. Gut, schauen wir mal, was euer Plan ist. Okay, euer Plan ist es, mich hier im Forest zu stürmen. Da habe ich schon bessere Pläne gehört. Okay, es schaut aus, als wären wir zersprengt worden, aber scheinbar haben wir gleichzeitig auch den Angriff aufgehalten. Nicht ganz sicher, was da passiert ist. Wichtig ist, je öfter wir sie in irgendwelche Kämpfe verwickeln können, desto besser, weil sie sollten eigentlich nicht in der Lage sein, irgendwie versorgt zu werden, da sie keinen Anschluss an irgendwelche Docks oder sonstiges haben. Das heißt, je mehr wir mit ihnen kämpfen können, desto mehr sollten sie die paar Reserven an Ausrüstung, die sie noch haben, verbrauchen. Und das sollte sich eigentlich super auswirken. Okay, wieder mal greifen wir in die Berge an. Nicht ganz sicher, wieso. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du tust, General? Ich hoffe es. Okay, wir haben Townsville, das ist eigentlich das Wichtigste für das Coastal Four. Es wäre mir ein bisschen lieber, wenn wir hier den Teil der Küste auch noch hätten, weil ich glaube wirklich, dass wir in jedem einzelnen Segment der Küste Coastal Fours bekommen. Und wenn das nicht unter unserer Kontrolle ist, werden wir hier sicher keins bekommen. Aber das Wichtige ist, dass wir es entlang der Häfen und so bekommen. Das ist wirklich die Hauptaufgabe. Okay, hier sind immer wieder Angriffe, aber die verpuffen mehr oder weniger nur. So. Wow. Ja, okay, wir haben es also überall bekommen, aber nicht an dem Punkt, der nicht unter unserer Kontrolle war. Was Sinn macht, ist okay, verstehe ich. So. Wir brauchen die beiden, damit wir hier irgendwas weitermachen können. Also das wären nochmal 140 Tage. Schauen wir mal wieder. Wir haben jetzt eigentlich relativ lange schon keinen Blick auf den Rest der Welt geworfen. Hier stagniert es jetzt gerade wieder ein bisschen. Die Front mit British Raj ist jetzt sehr groß. Ich weiß nicht, ob das Japan unbedingt hilft. Sie schauen dabei noch recht gut in Schuss aus. Aber ja, was macht die Sowjetunion? Gar nichts. Ah ja, sorry, wir sollten mal vermutlich ja, einen Tag vergehen lassen, um zu schauen, was die anderen Leute jetzt als National Focus wählen. Operation Z, das ist eigentlich sehr gut, weil das ist der Beginn des Kriegs mit Japan. Gut, ich meine, wir haben uns jetzt schon für Protect the Homeland entschieden, also wir können nicht mehr super kommunistisches Australien werden. Also verbünden mit der Sowjetunion, das ist nicht mehr drin. Extra Research Slot, das ist sehr passiv. Ich mag das, dass das sehr passiv ist, weil das gibt uns hoffentlich noch die Chance, euch auf unsere Seite zu ziehen. War with the USSR, okay, Norwegen hält noch immer. Britannia rules the waves, Air Doctrine, German Military Cooperation. Okay, also niemand scheint vorzuhaben, sich mit den USA anzulegen. Was bedeutet, es ist vielleicht noch eine Möglichkeit für uns, die USA hier zu stehlen. Wie läuft der Krieg in Griechenland eigentlich? Ehrlich gesagt, ziemlich kacke. Hätte ich, muss ich sagen, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. Gut. Ja, das heißt, ich glaube, wir machen das wirklich. Na. No.
Okay, sever ties with UK. Australia becomes free, Australia leaves allies. Oh Gott. Das ist halt schon ein starkes Stück. Trade Relations with Japan. Ich glaube, es wäre mir lieber mit dem anzufangen, weil damit machen wir quasi nichts kaputt. Ich würde gern dann Sever Ties with UK machen, wenn wir nicht gerade in einer Marineinvasion stecken. Es ist auch noch anzudenken, ob wir nicht vielleicht Fight Work or Perish dazwischen einstreuen wollen, weil ich habe Angst, dass uns die Manpower früher oder später ausgeht. Wenn Japan jetzt ernst macht. Ich glaube fast, es muss Fight Work or Perish sein. Ich will, Sever Ties with UK ist mir ehrlich gesagt zu risikoreich, jetzt wo wir wirklich noch Japaner auf australischem Boden haben. Und SWPA Menace macht halt einfach nichts. Wofür steht das überhaupt? Southwest Pacific? Ist PA Pacific oder ist A Alliance? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es muss Fight Worker Parish sein. Okay, wir können einen Political Advisor recruiten, wirklich. Trade Deal Opinion Factor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du machst. Ich hole dich mal nicht jetzt rein, weil sobald wir Fight Worker Parish haben, wollen wir gehen auf Extensive Conscription. Aber interessant, dass wir dich haben, auch wenn ich nicht weiß, was genau du machst. Gut, wir haben überall unsere Forts, das ist schon mal ein Anfang. Wir haben sie vor allem auch in Townsville. Ja, nämlich gleich 4 Level. An den meisten anderen sollten wir 2 Level haben. Ja, genau, aber weil Townsville. Oh nein, wir haben sie hier scheinbar auch bekommen. Gut, das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil das hilft Japan mehr als uns, aber okay, soll sein. Okay, sechs U-Boote. Hier sind angeblich mindestens sechs feindliche Schiffe. Hier sind angeblich auch mindestens sechs feindliche Schiffe. Okay. Das ist ein bisschen uncool. Ich meine, wir hätten hier unsere Naval Bomber. Wow, unser Close Air Support geht wirklich drauf. Wir bauen natürlich nicht mal annähernd genug Close Air Support, leider. Es liegt daran, dass wir ein bisschen eine Mangelversorgung mit Öl haben. Die Frage ist, ist vielleicht die Zeit gekommen, die U-Boote ein bisschen zurückzuschieben? Im Ausgleich für ein bisschen mehr Air Support. Wir sagen, wir machen das so und so. Bauen wir zumindest zwei Flugzeuge pro Monat. Das ist immer ein Anfang. Das Problem ist, ich mag unsere Submarines, aber sie reißen auf sich allein gestellt halt einfach nichts. Reine U-Boot-Flotten sind halt einfach nicht super nützlich und ich will mir gar nicht anschauen, wie groß die japanische Flotte ist, aber wahrscheinlich einfach noch immer riesig. Ja. Da muss man leider sagen, es ist wirklich nahezu unmöglich, dass wir irgendwas noch reißen, marinemäßig. So. Free Civilian Factories, okay. Ich glaube, wir brauchen mehr Military Factories. Das ist ehrlich gesagt gar keine Diskussion. Okay, das war's. Wow, wir können genau noch eine Military Factory bauen. Ja, dann wird es vielleicht langsam Zeit, an Conversions zu denken. 0 von 0, wirklich? Wow, also ja schrecklich. Anti-Air Radio Station, Airbases. Nein, das ist eigentlich nicht alles das, was wir brauchen. Gut.
Das ist schon mal ein Anfang. Low Manpower. Kommen Sie hier für die Flugzeuge? Das ist gut möglich. Wie sieht es mit unseren Supplies aus? Okay, ja gut. Close Air Support. Gut, natürlich, du brauchst mehr Zeug, das ist eh klar. Ich glaube, ich werde dich. Kriegen wir überhaupt noch? Wir kriegen halt schon noch einen Bonus dafür, dass wir die Flugzeuge haben. Oh, shit, jetzt geht's los. Also auch wenn das heißt, dass immer mehr Flugzeuge abstürzen, würde ich sie eigentlich gern noch hier drin lassen. Ja, Accidental Losses sind da wirklich sehr, sehr viele. Aber das wird jetzt hoffentlich dann auch besser werden im Verlauf der Zeit, wenn wir hier an Efficiency zulegen. Gut, Jänner 41, Krieg zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Schauen wir uns mal an, wie das läuft. Derweil läuft es mal noch gar nicht. Aber insgesamt nehme ich mal an, British Malaya has capitulated. Okay. Aber insgesamt nehme ich an, dass wir auch hier jetzt mal die Deutschen vorpushen sehen, weil die Sowjetunion hat vermutlich gerade einiges an Truppen hier stationiert, weil sie sich ja eigentlich auf Krieg mit Japan vorbereiten. Okay, Naval Invasion wieder in Northern Territory und in Queensland. Angeblich, okay. Wieso verliert ihr Organisation? Wieso habt ihr keine Supplies, wenn ihr auf einem Flughafen steht? Scheinbar reicht das nicht. Ha, das ist uncool, ja. Okay, ja. Weil Japan hier quasi einmal komplett unser Land getrennt hat. Und das versuchen sie jetzt hier auch gleich wieder. Ich glaube, es wird Zeit, das selber in die Hand zu nehmen. Die KI macht ehrlich gesagt großteils Blödsinn mit diesem ganzen Truppenheer verschieben, was alles niemandem nutzt und so weiter. Nehmen wir mal diese beiden Divisionen und machen aus euch eine neue Armee. Hills brauchen wir eigentlich nicht. Desert brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir geben dir einfach einen normalen Vierer. So. Jetzt marschieren wir mal hier rüber mit euch beiden. Weil diese Airbase verlieren ist ehrlich gesagt keine Option. Ich sollte außerdem ein Auge drauf haben, dass wir eigentlich schon wieder fast 40 Minuten recorden. Das heißt, wir werden jetzt dann mal langsam auch wieder eine Pause einlegen. Aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Das hier ist alles Forest, Forest, Forest. Also, das sind die Chancen gleich wesentlich besser, dass wir sie schlagen. Mengkuku has capitulated. Lustig, okay. Haben sie sich doch noch geschafft, in den Norden durchzukämpfen. Während sie selber mehr oder weniger alles Industrielle im Osten verlieren. Aber okay, soll sein. Okay, Tactical Combat with Decryption Advantage. Okay, dann gehen wir gleich mal hierher. Verlieren noch immer, aber wir verlieren wesentlich besser. Ja, ich würde sie schon sehr gern hier smashen, weil wenn wir irgendwo eine Möglichkeit haben, dann ist es hier im Forest, wo wir sie zurückdrängen können, wo sie vor allem auch keine Force haben, auf die sie zurückfallen können. Und es schaut auch so aus, als würde das jetzt mal funktionieren fürs Erste.
Okay, another 2 days. Wollten außerdem ein Auge drauf haben, ob sie sonst nicht irgendwo landen. Nein, schaut wirklich gut aus. Passt. Okay, hätten wir mal das. Gut, dann müssen wir mal hier hin. Und vermutlich drücken wir es dann euch mal hier kurz weg. Perfekt. Da geht jetzt nämlich die Organisation schon ordentlich baden. Das ist schön, das ist genau das, was wir wollen. Ihr könnt eigentlich auch gleich hier bleiben, habe ich mir gerade überlegt. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So, und das ist ein Forest. Greifen wir mal hier an und schauen uns das an. Sehr gut. Fight, work or perish. Das ist sogar noch besser. Hallo, extensive conscription. Gut. Okay, und jetzt gibt es tatsächlich nichts mehr, was super Priorität hätte, außer diese Sachen. Wenn wir es jetzt noch 200 Tage schaffen, dann können wir vielleicht sogar tatsächlich die USA auf unsere Seite holen. Was super cool wäre. So, und wenn wir uns noch diesen Kampf geben und dann machen wir mal Schluss. Okay. Da wurde offensichtlich eine Division schon mal aufgerieben. Das ist gut. Organisation fällt. Wir verlieren langsam. Langsam aber beständig. Aber wir haben halt den Air Support, wir haben einen Decryption Advantage. Wir kämpfen leider gegen unser eigenes Fort. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber im Großen und Ganzen, auch wenn wir es diesmal nicht schaffen, sollte das eigentlich der Anfang sein, dass wir das nächste Mal sie ordentlich wegdrücken. Was eigentlich, wenn ich dich hier noch dazu schicke? Na bitte, das dachte ich mir nämlich. Okay, das werden wir das nächste Mal machen. Gut, außerdem neue Factories. Wirklich? Military Factories sogar? Ja, Military Factories gehen eigentlich alle an den Close Air Support in Zukunft. Gut, hier ist noch ein bisschen was zu reparieren, aber ansonsten gibt es nichts mehr zu tun. Das ist sehr gut. Wir haben ein bisschen Anti-Air überall, wo es wichtig ist. Es gibt keine Military Factories. Ja, ich glaube, das heißt, wir fangen das nächste Mal tatsächlich an mit dem Konvertieren von Civilian auf Military. Gut, und dann werden wir hier jetzt gleich unsere erste tatsächliche Landschlacht gewinnen. Holy shit. Nice. Okay, und das sollten wirklich zwei gewipte Divisionen sein, weil es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass sie sich hier irgendwie wieder zurückziehen. Insofern, ja, das sollte super gewesen sein. Perfekt. Gut. Also, wir sehen, wenn man mal kurz das Ruder selbst übernimmt, dann schafft man da doch ein bisschen mehr als die KI, was eigentlich kein Wunder sein sollte. Gut. Das war's für dieses Mal und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir vermutlich weiterhin verteidigen, 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 bis wir dann endlich hoffentlich die USA mit reinziehen können. Das ist schon sehr lustig, dass sie sich jetzt hier einfach im Norden alles geholt haben. Mandschuku wird vermutlich jetzt auch bald aufgeben. Das wäre nochmal super lustig. Hier, diese Front schaut schon ganz ordentlich aus inzwischen. Bin gespannt, wann da irgendjemand zum ersten Mal versucht, ordentlich rein zu pushen. Und hier, ja, gerade im Süden sind die Deutschen sehr stark. Wenn sie sich hier Sevastopol holen, das ist immer ein großer Schritt. Aber dann meistens so die Linie Sevastopol, Kiew und Minsk, das ist dann meistens so der Punkt, wo es kippt. Hängt davon ab, was Finnland macht. Finnland hat eine recht gute Chance, sich manchmal den Achsenmächten anzuschließen, wenn es zum Winterkrieg kommt zwischen
Sowjetunion und Finnland. Ansonsten, ja, hier sind eigentlich einiges an Vormärschen zu beobachten. Scheinbar geht es noch immer in Richtung Ägypten, aber viel tut sich dann nicht. Italien hält das noch hier im Osten, was sehr interessant ist, obwohl Äthiopien selbst groß als eigentlich an Frankreich gefallen ist. Gut, ja, schaut soweit ziemlich, ziemlich cool aus. Was wird hier noch gemacht? Naval Rearmament. Convoy Escort, was macht die USA? Arsenal of Democracy. Okay, noch mehr Factories. Was gut ist, ich meine, solange sie sich nicht aktiv versuchen, in den Krieg einzubringen, steigen unsere Chancen, dass wir sie reinziehen als Teil unserer Fraktion. Das wäre natürlich super. Okay, und das war's für dieses Mal. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin tapfer, tapfer verteidigen und hoffentlich endlich mal genug Close Air Support bauen, dass wir tatsächlich damit auch was machen können. Ich schiebe dich jetzt mal ganz nach oben, weil scheinbar hast du Probleme, an dein Aluminium zu kommen, damit das mal ein bisschen schneller funktioniert. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.